Kurz vor 8 an diesem Sonntagabend. Guten Abend und willkommen hier bei uns. Kaum sind die Wahllokale in Russland geschlossen, steht auch schon der klare Sieger fest. Nach ersten Auszählungen bekommt Wladimir Putin laut Wahlkommission etwa 72% der Stimmen. Das bisher beste Ergebnis seiner Laufbahn. 70% hatte sich der alte und dann auch neue russische Präsident ja gewünscht. Sein stärkster Herausforderer, der Kommunist Pavel Grudini, kam immerhin auf knapp 16%. Die Wahl wurde überschattet von Berichten über Betrug und erzwungener Stimmabgabe, wie Sebastian Planthold zeigt. Diese Bilder von Überwachungskameras sollen die Wahlmanipulationen in Russland belegen. Ein Mann kommt aus der Wahlkabine und wirft gleich mehrere Stimmzettel in die Urne. Diese Frau betritt die Wahlkabine erst gar nicht, sondern wartet auf einen unbeobachteten Moment. Dann flattern die Stimmzettel direkt aus ihrem Mantel in die Urne. Tausende solcher Wahlverstöße melden unabhängige Beobachter. Wladimir Putin wusste schon bei seiner Stimmabgabe, dass er klar gewinnen würde, auch weil er mögliche Gegner kaltstellen ließ. Ich bin sicher, dass mein Programm zur Entwicklung des Landes das Richtige ist. Um die Wahlbeteiligung hochzuschrauben, wurden laut Opposition die Wähler mit Bussen zu den Wahllokalen gebracht, nach freundlicher Aufforderung durch die Polizei. Ich habe für den Wohlstand unseres Landes gewählt. In meiner Familie nehmen wir immer an den Wahlen teil. Unter Putin hat die Welt begonnen, Russland wieder zu respektieren. Davor lag alles in Trümmern. So sehen das viele, weshalb Putin auch ohne Manipulationen klar gewonnen hätte. Sogar vor der russischen Botschaft in Berlin bildete sich eine lange Schlange. Viele Russen wollen einen starken Anführer, weil sie kaum Erfahrung mit echter Demokratie haben. Die meisten Bürger in Russland halten ihr Land durchaus für demokratisch. Sie bekommen ja keine anderen Kandidaten zu sehen. Sie können sich gar nicht vorstellen, dass sie ihren Staat kontrollieren können, die Politik, die Außen- und die Innenpolitik des Staates mitbestimmen können. Seit 18 Jahren hält Putin die Zügel in Russland fest in seiner Hand. Und auch nach dieser Wahl ändert sich nichts. Weitere 6 Jahre gibt er den russischen Takt vor. Ja, wir blicken nach Moskau zu Christoph Wanner, unserem Korrespondenten in Russland. Christoph, 72%, das bisher beste Ergebnis in Putins Laufbahn. Ist das ein überraschendes Ergebnis? Nein, es ist kein überraschendes Ergebnis. Überraschend ist in meinen Augen eher, warum dennoch versucht wurde, hier zumindest teilweise die Wahlen zu manipulieren. Ich kann mir das nur dadurch erklären, dass sich die Kreml-Mannschaft eben ein sehr hohes Ziel gesetzt hat, 70% Wahlbeteiligung, 70% für Putin. Und dieses hohe Ziel ist im Augenblick wohl nur durch Eingreifen von außen zu erreichen. Denn ein sehr großer Teil der russischen Bevölkerung ist doch politikverdrossen und hatte kein Interesse, an diesem Urnengang teilzunehmen. Die meisten Bürger in Russland halten ihr Land durchaus für demokratisch. Sie bekommen ja keine anderen Kandidaten zu sehen. Sie können sich gar nicht vorstellen, dass sie ihren Staat kontrollieren können, die Politik, die Außen- und die Innenpolitik des Staates mitbestimmen können. Seit 18 Jahren hält Putin die Zügel in Russland fest in seiner Hand. Und auch nach dieser Wahl ändert sich nichts. Weitere 6 Jahre gibt er den russischen Takt vor. Ja, wir blicken nach Moskau zu Christoph Wanner, unserem Korrespondenten in Russland. Christoph, 72%, das bisher beste Ergebnis in Putins Laufbahn. Ist das ein überraschendes Ergebnis? Nein, es ist kein überraschendes Ergebnis. Überraschend ist in meinen Augen eher, warum dennoch versucht wurde, hier zumindest teilweise die Wahlen zu manipulieren. Ich kann mir das nur dadurch erklären, dass sich die Kreml-Mannschaft eben ein sehr hohes Ziel gesetzt hat, 70% Wahlbeteiligung, 70% für Putin. Und dieses hohe Ziel ist im Augenblick wohl nur durch Eingreifen von außen zu erreichen. Denn ein sehr großer Teil der russischen Bevölkerung ist doch politikverdrossen und hatte kein Interesse, an diesem Urnengang teilzunehmen. Wie demokratisch ist Russlands Präsidentenwahl? Auf den ersten Blick läuft die russische Präsidentenwahl ab wie etwa die französische.
Kriegt im ersten Wahlgang kein Kandidat mehr als 50% der Stimmen, gibt es eine Stichwahl. Einmal ist das bisher passiert. Meistens sieht das Ergebnis der russischen Präsidentenwahl aber so aus. Ein Kandidat ganz weit vorne. Woran liegt das? Im Großen und Ganzen positiv fanden unabhängige Beobachter der OSZE den Ablauf der letzten Präsidentenwahl 2012. Trotzdem haben sie in fast jedem dritten besuchten Wahllokal Probleme festgestellt. Vor allem bei der Auszählung der Stimmen. Doch richtig große Probleme hat die OSZE vor dem eigentlichen Wahltag beobachtet. Denn ein Kandidat wurde da klar bevorzugt. Wladimir Putin bekam mehr Berichte und Dokus im Fernsehen als die anderen. Und auch lokale Behörden haben für Putin geworben. Fazit der Beobachter: Putin hatte einen klaren Vorteil. Auch die Parlamentswahl 2016 kam nicht besser weg. Da fand sogar fast ein Drittel der Russen die Wahl nicht sehr fair. Das dürfte bei der Präsidentenwahl jetzt nicht besser werden. Aus zwei Gründen. Erstens, noch stärker eingeschränkte Pressefreiheit. Wichtige und große Medien sind direkt oder indirekt vom russischen Staat kontrolliert. Dabei ist Pressefreiheit eine wichtige Voraussetzung dafür, dass man sich vor einer Wahl gut informieren kann. Und die russische Verfassung garantiert eigentlich Pressefreiheit und verbietet Zensur. Zweitens, die Opposition wird behindert. Der aussichtsreichste Politiker der Opposition, Alexei Nawalny, wurde von der Wahl ausgeschlossen wegen einer Verurteilung. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hatte bei einer fast gleichlautenden Verurteilung im selben Fall aber erklärt, sie sei willkürlich. Die US-Bürgerrechtsorganisation Freedom House nennt Russland deshalb ein unfreies Land. Auf einer Stufe mit Vietnam oder den Vereinigten Arabischen Emiraten. Weit weg von westlichen Demokratien wie Deutschland. Russland ist laut einem wichtigen Demokratieindex auch keine Demokratie, sondern ein autoritäres Regime. Demokratisch kann die Präsidentenwahl deshalb nicht sein. Ganz gelassen liefert sich der russische Präsident Wladimir Putin mitten auf dem Roten Platz in Moskau eine Partie Eishockey. Doch die Wahlen im März nächsten Jahres hat er dabei nicht vergessen. Obwohl der russische Staatschef als unabhängiger Kandidat antreten wird, sichert ihm die Partei geeignetes Russland weiterhin Unterstützung. Möge es am 18. März einen großen Sieg für den besten Kandidaten Wladimir Putin geben. Nach 18 Jahren an der Macht möchte Putin mit seiner unabhängigen Kandidatur seine Überparteilichkeit betonen. Dafür muss er allerdings 300.000 Unterschriften von Unterstützern im ganzen Land sammeln. Für seine Oppositionskandidaten ist dies eine große Hürde, doch für den 65-Jährigen wird es mithilfe von geeignetes Russland kein Problem sein. Zu seinen Gegnern zählt unter anderem die Journalistin Xenia Sobchak, die sich am Samstag von der kleinen liberalen Partei Bürgerinitiative als Kandidatin aufstellen ließ. In diesem Fall erfordert das Wahlgesetz nur 100.000 Unterschriften.
Drei Tage Parlamentswahl in Russland. Seit Freitag können 110 Millionen Wahlberechtigte ihre Stimme abgeben. Einiges Russland. Die Partei von Präsident Putin will bei dieser Wahl der Duma ihre absolute Mehrheit im Parlament verteidigen. Dutzende Kandidaten stehen zur Abstimmung. Denn neben der Parlamentswahl findet gleichzeitig hier auch die Wahl eines neuen Gouverneurs statt. Irina Storozhewa hält aber alle Bewerber für kremltreu. Ihrer Meinung nach taugt niemand von ihnen für eine echte Opposition. Immerhin haben wir noch die Chance, auf der Straße zu protestieren. Aber Demokratie kann man das nicht nennen. Demokratie als Macht des Volkes haben wir nicht. All die Kandidaten, die zugelassen wurden, es macht keinen Sinn, sie zu wählen. Uns bleibt nur die Protestwahl übrig. Wir wollen also nur Proteststimmen abgeben. Andere wiederum wollten die App Smart Voting installieren und damit den lokalen Wahlempfehlungen des Teams um den inhaftierten Kreml-Kritiker Nawalny folgen. Was ist aus dieser Taktik geworden? Das werden wir, Tina, am Montag erfahren, wenn die ersten vorläufigen Ergebnisse kommen. Am Montagvormittag ist damit zu rechnen. Und da werden wir sehen, wie viel Protestpotenzial tatsächlich sich auf den Wahlzettel wiederfindet, was das auch für die Regierungspartei einheitliches Russland oder einiges Russland bedeutet. Aber eins möchte ich sagen, dass die Behörden jetzt schon alles dafür getan haben im Vorfeld dieser Wahl, dass zum Beispiel dieses Smart Voting, also das ist diese Strategie von Alexei Nawalny, möglichst unzugänglich wurde. In einer beispiellosen Aktion wurden zum Beispiel sogar die Mitarbeiter von Google und Apple hier in Russland bedroht, angeblich mit Strafverfahren, sollten sie diese App nicht sperren. Und tatsächlich haben sie diese App gesperrt. Also die Russen haben also jetzt keine Möglichkeit mehr, auf diese App zuzugreifen. Das heißt, die Angst des Kreml vor diesem Smart Voting ist doch relativ groß. Wenn man zum Beispiel bedenkt, dass vor ein paar Jahren bei einer Regionalwahl etwa in Tomsk dieses Smart Voting durchaus erfolgreich war und der Partei von Präsident Putin einiges Russland durchaus geschadet hat. Aber das führt ja auch zu der Frage, was eigentlich so viel davon abhängt von dieser Duma-Wahl für Wladimir Putin und dessen Partei. Ziemlich viel, wenn man bedenkt, dass 2024, und das ist nicht mehr wahnsinnig so viel Zeit, also in 3 Jahren ist das so, dann ist die Präsidentschaftswahl hier, Tina, in Russland. Dann steht wieder die Wahl des Präsidenten. Russland ist eine Präsidialrepublik und Wladimir Putin möchte natürlich ein Parlament haben, das ihn unterstützt. Und man darf nicht denken, dass das russische Parlament einfach gar keine Funktion hat. Nein, es wird hier gestritten, es wird hier debattiert und es werden Gesetze verabschiedet. Aber in einem sind sich alle Parteien in diesem Parlament, in dieser Duma, einig. Und das möchte natürlich Wladimir Putin auch für die Zukunft haben. Sie zweifeln nicht an seiner Macht, an seinem Machterhalt. Und das darf natürlich auch nicht passieren. Und das möchte der Kreml auch bei dieser Wahl vermeiden. Manche sagen ja, die kommunistische Partei könnte am Ende vom Frust über die Ausgrenzung der oppositionellen Kandidaten profitieren. Würde das Putin dann auch schwächen? Das ist eine ganz spannende Frage. Niemand weiß also, wie stark die Kommunisten jetzt werden können. Denn die Kommunisten, die hier sind, sind ja in der Tat, das haben Sie gerade ganz, ganz gut formuliert, aus Frust wegen der Nichtmöglichkeit, überhaupt eine Opposition zu sein, gibt es ganz viele bei den Kommunisten, die gar keine Kommunisten sind, die einfach diese Möglichkeit nutzen, als sogenannte Systemopposition im Parlament zu sein, um dann doch Putin Parolen zu bieten oder der Partei einiges Russland. Wir haben in den Regionen, gerade in den Regionen, ein paar, ich sag mal jetzt aus der Sicht des Kreml, Querulanten oder Querköpfe, die dagegen schießen, die auch für Putin, für seine Partei gefährlich sein könnten und zu einer echten Opposition werden könnten. Das sind junge Leute, die wirklich unbequem sind. Die Regierungspartei Geeintes Russland ist siegesgewiss. Die große Frage nach der Parlamentswahl in Russland lautet allerdings, kann die mit Präsident Wladimir Putin eng verbundene Partei ihre absolute Mehrheit halten? Nach der Auszählung von 55% der Stimmen kam Geeintes Russland auf 46,6%. Großen Zuwachs im Vergleich zu 2016 verzeichnet die kommunistische Partei. Das wichtigste Ergebnis dieser Wahl ist, dass das Parlament gleich bleibt. Die Partei, die Wladimir Putin unterstützt und die von Putin unterstützt wird, hat immer noch die Mehrheit. Das Parlament wird sämtliche von Putins Entscheidungen und seiner Regierung bestätigen. Das Ergebnis kommt durch die Stimmen aus Regionen zustande, deren Anteil weniger als ein Drittel der Wahlberechtigten des Landes ausmachen. In diesen Regionen war die Wahlbeteiligung sehr hoch, während sie in großen Städten und Protesthochburgen gering war. Es ist ein Urnengang ohne wirkliche Alternativen.
Ab Freitag wählen die Russen ein neues Parlament. Der klare Sieg der Regierungspartei Geeintes Russland von Präsident Wladimir Putin steht dank eines monatelangen harten Vorgehens gegen die Opposition bereits fest. Zahlreiche Oppositionelle sind von der Wahl ausgeschlossen, inhaftiert oder unter Hausarrest gestellt. Andere sind ins Exil geflüchtet. Wir haben keine wirkliche Wahl. Wir alle wissen es. Wir alle sehen es. Es ist unmöglich, diese Wahlen in einem positiven Licht zu sehen. Es ist offensichtlich, dass die bevorstehenden Wahlen eine Täuschung sind. Und ich bin ziemlich überrascht, wie energisch und kompromisslos die Behörden dieses Mal mit der Opposition umgehen. Das Fehlen einer echten Wahl ist ziemlich deprimierend. Um die Wahlbeteiligung zu erhöhen, hängen in der Millionenstadt Moskau überall Plakate, die den Menschen unter anderem eine unkomplizierte Stimmabgabe online vom Sofa aus schmackhaft machen sollen. Wer an der Wahl teilnimmt, erhält ein Ticket für eine Lotterie, bei der ein Auto oder eine Wohnung als Hauptgewinne winken. Sonst weist in Moskau wenig darauf hin, dass am verlängerten Wochenende landesweit über die 450 Sitze in der Duma abgestimmt wird. Putins Partei wird voraussichtlich ihre Zweidrittelmehrheit behalten, die sie für Verfassungsänderungen benötigt. Es wird erwartet, dass Geeintes Russland auch die meisten der zeitgleich stattfindenden Kommunal- und Regionalwahlen gewinnen wird. Populär ist die Regierungspartei trotzdem nicht. Laut Umfragen sind nur 28% der Befragten zufrieden mit ihr. Ein Grund dafür dürften zahlreiche Korruptionsskandale und der luxuriöse Lebensstil der Politiker sein, der im harten Kontrast zum Alltag der unter der Corona-Pandemie leidenden Normalbürger steht. Putin, der als Präsident dennoch einen starken Rückhalt im Land genießt, hat sich deshalb vor der Wahl in Geberlaune gezeigt und kürzlich ein Millionenhilfspaket für Rentner geschnürt. Auch Polizisten und Soldaten erhalten eine Unterstützung, Wahlgeschenke, die Putins Macht letztlich sogar bis 2036 sichern könnten. In Russland hat am Freitag die dreitägige Parlamentswahl begonnen. Als Hauptwahltag gilt der kommende Sonntag. Freitag und Samstag kamen laut Behörden hinzu, um das Risiko einer Coronavirus-Infektion zu minimieren. Insgesamt stehen fast 4000 Kandidaten für die 450 Sitze umfassende Duma zur Wahl. Einer ist nicht dabei. Der wichtigste Oppositionelle des Landes, Alexei Nawalny, sitzt im Gefängnis. Die Opposition wirft den Behörden beispiellosen politischen Druck vor. Nawalnys Bewegung wurde im Sommer als extremistisch eingestuft. Pünktlich zum Start der Wahl am Freitag haben sowohl Google als auch Apple die Nawalny-App aus ihren Stores genommen, wegen angeblicher Einmischung in heimische Angelegenheiten. Nawalnys Anhänger rufen zum Smart Voting auf. Demnach sollen je nach Wahlkreis die Kandidaten unterstützt werden, die die besten Chancen haben, die regierende Partei zu schlagen. Erwartet wird allerdings ein klarer Sieg von Wladimir Putins Einiges Russland, auch wenn mit einer geschrumpften Mehrheit. In einigen Regionen können die Wahlberechtigten erstmals auch online ihre Stimme abgeben. Experten fürchten, dass sowohl die elektronische Abstimmung als auch die dreitägige Wahldauer zu Manipulationen einladen könnten.